YOLO, soll ich sagen? Ha, YOLO, nee. Ja, Herr Präsident, hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich versuche mal, die Meinung von CDU und der FDP irgendwie zusammenzufassen. Alte weiße Männer, verzeihen Sie mir bitte, Herr Justmeier und auch Herr Dr. Wolf, alte weiße Männer erklären uns gerade, warum junge Menschen nicht wählen gehen. Das finde ich schade und das finde ich ausgrenzend. Ich finde das ausgrenzend für junge Menschen. Wir wollen genau das Gegenteil erreichen. Wir wollen junge Menschen an Politik teilhaben lassen. Wir wollen junge Menschen in die Politik bringen. Und dazu muss ich auch ganz klar sagen, dazu reicht es dann ja auch nicht, wenn wir heute jetzt einfach sagen würden, wir nehmen das Wahlalter raus oder wir senken auf ein Wahlalter 16 ab. Damit ist es ja nicht getan. Das haben wir in der ersten Debatte zu diesem Thema ja auch schon erwähnt. Dazu gehören weitere Schritte, die gemacht werden müssen. Wir brauchen eine stärkere, eine bessere, verbesserte politische Bildung in dem Bereich und so weiter und so fort. Und das, lieber Walter Kern, das ist das, worauf sich der Kinder- und Jugendrat bezogen hat. Die sagen ganz einfach, natürlich fehlt auf der einen Seite politische Bildung, aber das ist doch, dahinter können wir uns doch nicht verstecken. Wir können doch dann nicht sagen, da fehlt irgendwie was und deswegen geben wir euch nicht das Recht oder denen nicht das Recht, die heute schon wählen können. Das, lieber Walter Kern, ist an der Stelle tatsächlich inkonsequent. Herr Düngel, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Abgeordneten Hart? Ja, selbstverständlich gern. Das ist freundlich. Bitte schön, Herr Hart. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich habe mit Erstaunen den Eingang Ihrer Wortmeldung gehört. Halten Sie altersdiskriminierende Äußerungen für ein gebotenes Stilmittel in der Politik? Ja, ich sag mal so, Herr Kollege Hart, großartige Frage, die Sie mir da stellen. Nee, genau, die finde ich schlimm. Altersdiskriminierung ist schlimm. Und Sie betreiben ja Altersdiskriminierung. Sie wollen nämlich nicht, dass junge Menschen wählen gehen dürfen. So, und deswegen, um das auch rund zu machen, dass alte weiße Männer, und ich habe das ja auch gerade schon in dem Beitrag gesagt, lieber Kollege Justmeier, lieber Herr Dr. Wolf, ich bitte das ausdrücklich nicht persönlich zu werten. Das sollte nur darstellen, welche Problematik hier an der Stelle tatsächlich gerade vorliegt. Und dann kommen wieder, Herr Justmeier, dann kommen wieder gerade Begründungen, Geschäftsfähigkeit, Strafmündigkeit, aktives, passives Wahlrecht. Da wird immer alles schön in einen Topf geschmissen, einmal kräftig durchgerührt und am Ende kommt irgendwie raus, ja, die CDU ist gegen Wahlalter 16. Das macht nur keinen Sinn, ist auch nicht annähernd irgendwie argumentativ belegt. Demokratie bedeutet eine gleichberechtigte Mitbestimmung für alle und das tun Sie nicht. Sie haben weder in der Verfassungskommission noch in der ersten Lesung zu diesem Gesetzentwurf oder heute irgendein stichhaltiges Argument vorgelegt, warum das Wahlalter 16 schlecht ist. Kein einziges. Herr Kollege, es gibt eine Zwischenfrage von Herrn Justmeier. Würden Sie die zulassen? Ja, selbstverständlich gern. Bitte schön, Herr Justmeier. Ja, dafür vielen Dank, Herr Düngel. Sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass der Kollege Dr. Wolf auch weißhaarig, dass ich, Jahrgang 1950, ebenfalls weißhaarig, wie Sie das da genannt haben. Ob ich das persönlich nehmen muss, weiß ich nicht. Ich nehme das mal kollegial, leger, wie Sie es vielleicht gemeint haben. Nur darf ich Sie fragen, oder würden Sie bereit sein, zur Kenntnis zu nehmen, dass ich in sehr viel lange Jahre in der Jugendarbeit tätig war und bin und dass ich unter anderem auch als Vater von 4 Söhnen mir durchaus erlauben kann, ob man ein Argument in diesem Punkt bei dem Wahlalter 16 ja oder nein als sachgerecht vortragen darf oder als nicht sachgerecht. Das hat mit meiner Haarfarbe nichts zu tun. Darf um Nachsicht bitten. Ja, beantworte ich Ihnen gern. Vielen Dank für die Frage, Herr Kollege Justmeier. Zunächst, ich hab nicht die Haarfarbe oder gar das Alter in Verbindung gebracht mit der fehlenden Argumentation. Sie haben einfach keine Argumentation gegen das Wahlalter 16. Das ist doch nicht mein Problem, das ist doch Ihr Problem. Das ist Ihr Parteiproblem. Sie haben zwar eine Position gegen das Wahlalter 16, Argumente gleichwohl haben Sie dafür nicht. Und der andere Punkt ist,
Ich habe großen Respekt vor jeglichem Engagement, die wer auch immer in Vereinen, in Jugendverbänden oder sonst was macht. Das finde ich großartig. Dafür möchte ich Ihnen sehr herzlich danken und bitte Sie auch, das fortzusetzen. Aber sprechen Sie da vielleicht noch mal weiter mit den Kindern und Jugendlichen, wie die das Thema tatsächlich sehen. Und vielleicht nehmen Sie auch gerne mal jemanden dann in so eine Diskussionsrunde mit dazu, der halt eben eine andere Position vertritt. Und ich, meine Erfahrung ist die von Podiumsdiskussionen, von Gesprächen mit Jugendlichen, auch mit Kolleginnen und Kollegen, die Wahlalterabsenkung halt eben schlecht finden. Am Ende sind wir meistens bei einer sehr progressiven Herangehensweise und dass dann am Ende alle an dem Tisch stehen oder am Tisch sitzen und sagen, so ein Wahlalter 16 oder vielleicht sogar 14 ist eigentlich schon eine ganz gute Sache. Und der letzte Hinweis, ich kenne Ihre Kinder persönlich nicht, Herr Jostmeier. Das ist, weiß ich nicht, ich würde mich freuen, vielleicht können wir uns mal einen Tisch zusammensetzen. Mich würde da wirklich auch die Meinung auch Ihrer Kinder hören, die Möglichkeit hatte ich da bislang nicht. So, was... Dann wird ja immer gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, politische Bildung muss natürlich gestärkt werden, gar keine Frage. Und dann wird immer gesagt, also Jugendliche sind ja nicht reif zum Wählen. Ich will mal eins sagen, die Jugendlichen, die jungen Menschen, das sind nicht diejenigen, die Nazis in die Parlamente wählen. Ja? Das sind nicht diejenigen, die Nazis in die Parlamente wählen. Also ich muss da schon sagen, da scheint das Begreifen von Politik manchmal viel ausgeweiteter zu sein als bei vielen Menschen, die halt über 18 Jahre sind. Dann ist noch gesagt worden, es wird ja immer dann auf das Alter 16 so ein bisschen rumgeritten. Ich habe das in meiner ersten Rede schon dazu gesagt. Der durchschnittliche Erstwähler, wenn wir das Wahlalter auf 16 herabsenken, der wird dann 18,5 Jahre alt sein. Ist also nicht nur, ist es nicht so, dass wir dann nur plötzlich nur noch 16-Jährige wählen, die das erste Mal halt eben an die Wahlurne treten dürfen. Das Durchschnittsalter würde von 20,5 auf 18,5 gesetzt werden. Herr Körfges hat das passend gesagt, mehr Demokratie wagen, ohne eigentlich was zu wagen. Denn es ist gar kein Risiko, was wir hier eingehen. Da passiert überhaupt gar nichts mit. Ganz im Gegenteil, wir öffnen großartige Möglichkeiten für junge Menschen, sich wirklich an Politik zu beteiligen. Und wir sehen das doch immer wieder. Wir haben hier im Landtag ein hervorragendes Konzept eines Jugendlandtags. Nur ist der Jugendlandtag, weiß Gott, kein Instrument von wirklicher politischer Beteiligung. Trotz alledem, der Jugendlandtag sind immer großartige drei Tage. Ich versuche immer oder habe versucht in den letzten Jahren immer sehr viel Zeit auch mit den Jugendlichen meiner Fraktion, dann unserer Fraktion zu verbringen. Und die politischen Diskussionen, die da geführt werden, die waren häufig deutlich besser, als ich sie hier teilweise in den Ausschüssen erlebt habe, weil da viel, viel sachorientierter, viel, viel objektiver diskutiert wird. Und am Ende wird eine Entscheidung getroffen. Und wenn Sie in diesen Jugendlandtag gucken, dann sind die hier samstags in der Plenarsitzung und dann entscheiden plötzlich FDP-Vertreter mit Grünen, mit Piraten und finden dann noch bei einem Teil der SPD dann plötzlich jugendliche, junge Menschen, die eine Mehrheit dann hier besorgen und dann letzten Endes ein Thema verabschieden. Das ist Politik, wie ich sie mir vorstelle, sachorientierte, objektive Politik. Das ist Politik, wie wir Piraten uns das vorstellen. Und deswegen haben wir auch heute explizit uns dafür eingesetzt, dass wir diesen Tagesordnungspunkt namentlich abstimmen möchten. Ich möchte Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP, die Gelegenheit geben, diese wenigen Stimmen, die dieser wichtige Verfassungsgesetzentwurf letzten Endes noch braucht, die noch zu bekommen. Das sind, ich weiß jetzt gar nicht, 12, 13 Stimmen, die dann am Ende aus Ihren Reihen noch benötigt werden. Geben Sie sich selber einen Ruck, stimmen Sie für diesen Gesetzentwurf. Machen Sie einfach das, was viele von Ihnen draußen bei Podiumsdiskussionen mit jungen Menschen sagen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Düngel.